Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von Figuren, um es mal so auszudrücken. Heute haben wir hier wieder etwas Con-Exklusives, und zwar Fujimaru Ritsuka aus dem Fate Grand Order Franchise. Von ihm gibt es im Endeffekt zwei Figmas. Allerdings gibt es nur auf dieser Con-Exklusiven Figma den kleinen Fu dabei. Das japanische Release von dieser Figma war auf dem Wonder Festival 2020. Dementsprechend, wie ich schon im Video von Subaru gesagt habe, es ist nur möglich gewesen, an ihn dran zu kommen, wenn man einen Händler auf einer speziellen Con besucht hatte. Und dazu möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Nämlich auch diese Figur wurde uns freundlicherweise ermöglicht durch Phil Hilft. Dieser ist wiederum auch ein großer Sammler von Digimon-Figuren und vor allem Statuen. Und falls doch jemand, der diese Videos sieht, beispielsweise einen heißen Deal oder selbst noch eine Figur hätte, die einfach nur ein Staubfänger geworden ist, kann man gerne mit ihm Kontakt aufnehmen unter der E-Mail-Adresse digimon.sammler@googlemail.com, und das verlinken wir natürlich auch wieder in der Beschreibung. Aber um jetzt etwas weniger Umschweif als im letzten Video zu haben, gehen wir doch gleich mal über. Hier haben wir noch diesen kleinen Klebepunkt von Ritsuka, den wir gekonnt mit der Schere durchtrennen. Ja, die Klebepunkte und ich, wir sind ja auch sehr, sehr gute Freunde immer. Ich habe ja regelmäßig meine Probleme, dass ich vergesse, die Schere mir direkt zur Hand zu holen. Jetzt befreien wir Ritsuka schon gleich mal. Man sieht's in der Packung. Ist natürlich hier der Fehlzauber bzw. der Command Spell. Und hier haben wir gähnende Leere. Blau. Hier nochmal in seiner Packung. Was schön ist, er hat hier auch seinen Cape Code, wie man es auch nennen will, dabei. Und wie gesagt, den kleinen Fu. Hier nochmal von der Rückseite. Fu hat ein Loch im Schweif. Und dann geht es mal ans Auspacken. So, dann holen wir ihn mal raus und hoffen, dass wir mit ihm weniger die Probleme haben wie mit unserer lieben Masch. Wir haben ja bereits schon ein Video erstellt, in dem Figmas grundlegend ein bisschen erklärt wurden von uns, dass sie halt ja auch mit Stecksystemen, Gesichtern alles ändern können. Und dabei hatten wir leider ein Montagsmodell, um es mal so auszudrücken, was jetzt hier hoffentlich nicht der Fall ist. Ich muss gerade nur kurz gucken, wie ich hier das Plastik schön loswerde. Was man auch an der Stelle erwähnen kann, so einen Schal, es gibt es beispielsweise auch öfter einzeln als Accessoire zu kaufen oder auch manchmal als Vorbestellerbonus, denn beispielsweise die Figma von Shiro Emiya aus Unlimited Blade Works hatte den karierten Schal als extra. Den kann man dann immer wieder aufsetzen auf die Figma. Was ich jetzt schon hier gerade sehe, oder bilde ich mir das gerade nur ein, dass man bei ihm hier auch die Fußspitze ein wenig anpassen kann. Dass man die zum Beispiel, wie man jetzt gerade hier sieht, ein kleines Gelenk im Schuh hat. Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr nett. Es gibt, wie ich schon bereits erwähnt habe, mittlerweile zwei Varianten von Ritsuka. Bei der einen, also bei unseren ist Fu dabei und bei der anderen ist unter anderem... Und der Mystic Code ist ein anderer. Wir haben hier den schwarzen Mystic Code aus der letzten Singularität. Ja. Und dagegen hat die andere Figma den weißen Mystic Code vom Anfang des Games. Und man sieht schon gleich, Fu enthauptet ist kein Fehler. Fu ist gesteckt. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Merlin Figma rauskommt. Kann man den Kopf auch leicht verdrehen, dass man hier Artikulation hat? Ja. Das ist schon mal schön. Ja. Ich gucke gerade noch, der Schweif ist nicht beweglich. Auf jeden Fall. Fokus. Fu ist einfach nur zu süß. Wie gesagt, hier ist der Loch im Schweif für Fu zu befestigen. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte zum Thema Extras bei der anderen Variante von Ritsuka. Er hat... entsprechende Saint Quartz dabei, ein der goldenen Äpfel für die
MP wieder aufzufüllen. Und ich glaube, ein Summon-Ticket hatte er noch dabei, gell? Ich meine ja, wobei natürlich auch der weibliche Master einige Extras dabei hatte. Genau. So, man sieht, hier hat man auch ein kleines Loch, wo man dann den Stance durchdringen kann. Und um dieses Cape Ritzka anzuziehen, befürchte ich, müssen wir enthaupten. Aber das macht ja nichts, denn ich nehme lediglich den Schal und man sieht hier das Gelenk. Mhm. Auch wieder ein Gelenk, nur echt, ich hoffe, man erkennt es, mit dem Good Smile Smiley auf dem Gelenk. Ich glaube, den erkennt man nicht so schön hier. Ich möchte allerdings jetzt auch nicht das Gelenk weiter rausziehen. Aber wir wissen, dass es da ist. Mal davon abzusehen, es gibt noch zwei passende Gesichter wieder, wie bei, also, einmal das passende Gesicht, wenn er mit Masch zum Beispiel redet und sie etwas sagt, was ihn etwas freut, weil, ja, die Love Interest ist ja da, zumindest mal im Anime. Und sein Kampfgesicht. So. Und dann hat Ritzka auch schon den Poncho an. Man bemerkt, die Arme sind entsprechend nicht mehr beweglich. Aber durch den Poncho, wenn man es nicht so gerne hat, dass man Gelenke sieht, hat man hier auch schon eine Figur, die man etwas eleganter platzieren kann. Okay, dann gibt es ja natürlich wieder den Stand, verschiedene Hände, auf denen auch natürlich dann die Befehlszauber zu sehen sind. Und nochmal einen zusätzlichen Stand für Fu. Wie man hier sieht. Die packen wir dann auch. Und wie bei jeder Figma, nochmal wie eine kleine... ein kleiner praktischer Aufbewahrungsbeutel einfach. Klarsichthülle, die sehr, sehr stabil sind vor allem. Das muss man wirklich sagen. So, dann hole ich mal den Stand für Fu raus. Der wird scheinbar in den normalen Stand eingeklemmt. Und hier wird dann Fu draufgehockt, weil man kann Fu auch auf die Schulter von Ritzka setzen. Und schon passt das hier. Dann natürlich wieder die Hände, die man ja grundlegend sehr, sehr einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl natürlich austauschen kann. Ich würde sie gerade mal hier raus. Weil nur Fäuste ballen ist ja auch nicht unbedingt immer so das Schönste. So gerade mal. Figmas geben wenigstens die Möglichkeit auszutauschen. Und natürlich kommt hier noch der Stand. Ich hatte ja im Video davor bereits schon erwähnt, dass ich normalerweise versuche, die Figmas auszubalancieren, außer zwei, drei bei uns in der Vitrine, die wirklich den Stand brauchen. Aber ich denke, dadurch, dass Fu auf seiner Schulter sitzen kann, wenn er den Stand trägt, ist es, glaube ich, jetzt klar, dass wir bei ihnen den Stand behalten werden. Auch wenn es ein wenig schade immer ist. Und schon ausgetauscht. Sitzt, passt, wackelt, zack, Luft. Genau, ich gucke gerade nur, ob ich die Verlängerung brauche. Nein, brauche ich nicht. Jetzt ist er auf seinem zumindest mal am ersten Stand. Das ist ja immer so ein bisschen die Spielerei. Wenn man jetzt mal versucht. Ich drehe es gerade mal nach hinten, damit man es gut sehen kann. Einfach dran geklemmt. Hier, das kann man drehen. Gegebenenfalls wahrscheinlich sogar. Schauen wir mal kurz im Detail. So, wir haben jetzt mal Ritzka nochmal das Cape ausgezogen und haben mal Fu richtig positioniert, dass man schön sehen kann,
wie süß und schön er auf ihm hält. Und wir haben nebendran noch zum Vergleich einen anderen Master aus der Feldreihe gestellt. Dadurch, dass wir nichts gefunden haben, was zur Größe von Rizka irgendwie hinweist. Also es ist wirklich im Internet, wir haben nichts gefunden, auch nicht bei Fate-Wiki oder was weiß ich alles, was für Seiten es gibt. Können wir nicht wirklich sehr viel zum Größenvergleich sagen, dadurch, dass sie ja normalerweise immer schön darauf achten, dass die Figuren irgendwie ansatzweise in ihrem Scale bleiben. Allerdings sieht man trotzdem sehr schön, dass Rizka ein Stückchen größer ist als die 1,59 Meter große Rin. Obwohl er jetzt im Moment ein bisschen sogar breitbeiniger steht als sie. Was halt eben generell auffällt an den beiden Figuren im Vergleich ist, dadurch, dass Rizka in seinen Stiefeln Gelenke hat, ist das schon ein bisschen mehr als bei Rin. Diese hat ja wiederum einfach austauschbare Schuhe, damit sie sowohl im Schulgebäude als auch auf der Straße die passenden Paar hat. Hat einen austauschbaren Arm, das ist bei Rizka nicht der Fall. Aber man merkt auch hier einfach ein bisschen den Unterschied zwischen einer Extra-Figur, die Korn-exklusiv ist, und einer regulären Figur. Was ich noch sehr interessant finde, ist bei Rin zum Beispiel, ihre Command-Seals sind, finde ich, etwas filigraner gezeichnet. Und etwas dünner als auf Rizkas Hand. Kann auch mit der Handgröße natürlich zu tun haben. Ich zeig's. Man sieht bei Rin, finde ich, sehr, sehr schlecht, auch aus der Entfernung zum Beispiel, ihre Command-Seals. So. Sie sind ein gutes Stück dünner gezeichnet und auch in einem helleren Rot. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Im Vergleich zu Rizka. Aber da haben wir jetzt den kleinen Vergleich zu einer normalen Figma gehabt. Schauen wir uns doch einfach mal Rizka etwas genauer an. So, jetzt nochmal Rizka von 365 Grad. Er hat, wie schon gezeigt, da hinten ist schön der Stand von Fu zu sehen, der an Rizkas Stand angeklippt wird im Endeffekt. Es ist auch wieder ein bisschen eine Kleinteilarbeit, bis man Fu so sitzen hat, wie man ihn sitzen haben will. Ich hatte nämlich zum Beispiel vorhin das Problem, ich wollte ihn eigentlich auf die linke Schulter von Rizka setzen. Das hat aber nicht so ganz geklappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Deswegen bleibt Fu auf dem ausgestreckten Arm sitzen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich mag halt auch Fu sehr. Auch wenn man nicht wirklich viel von seinem Origin kennt. Finde ich halt toll, dass er in dem Con-Exklusiven dabei ist, obwohl man sich ja wieder streiten kann. Con-Exklusiv ist halt auch schon ein bisschen gemein für die Leute oder die Umstände aktuell, dass man nicht unbedingt immer auf eine Con kommen kann im Moment. Natürlich. Aber ich bin froh, dass wir ihn haben. Wir hatten halt gar keinen Rizka zuvor gehabt. Wir hatten halt gemeint, wir warten jetzt auf die Chance, dass man an den X, also Figma X, drankommt. Und ich denke, das Warten hat sich auch gelohnt. 2-3 Extras mehr wären natürlich schön gewesen, aber wir sind schon froh, dass wir Fu haben. Jedenfalls, was haltet ihr davon? Denkt ihr, diese Figur, dadurch, dass sie exklusiv ist, ist es wert, überhaupt nach ihr Ausschau zu halten? Findet ihr es gemein und wollt das Ganze nicht unterstützen? Oder bereichert so eine exklusive Figur eure Sammlung doch einfach ungemein? Was haltet ihr davon? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen.